Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier am BlackBerry-Stand auf der CES 2011. BlackBerry stellt hier das Playbook vor, ein 7-Zoll-Tablet mit Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz. Als Betriebssystem wird BlackBerry Tablet OS zum Einsatz kommen. Und ihr seht hier, ich surfe auch schon auf newgadgets.de herum. Und es läuft schön flüssig und schnell. Öffnen wir hier mal eine News. Windows für ARM-Prozessoren. Und auch das geht schön schnell. Zoomen ist auch kein Problem. Und wenn ihr den Browser schließen wollt, einfach hier vom Rahmen aus nach oben streichen. Schon kommt ihr zur Liste mit allen Programmen. Und mit der gleichen Geste könnt ihr auch jedes Programm einzeln schließen. Wenn wir uns das Gerät jetzt mal anschauen, haben wir auf der Unterseite Micro-HDMI, Micro-USB und einen Docking-Anschluss. Dann haben wir vorne eine 3-Megapixel-Kamera. Hinten eine 5-Megapixel-Kamera und hier oben den Power-Button, das runde kleine Ding, was ihr seht. Dann noch einen Play- und Pause-Button und dann noch die Lautstärke-Tasten. Auf der linken Seite befindet sich gar nichts. Und schauen wir uns nochmal das BlackBerry Tablet OS an. Hier haben wir den Homescreen mit den ganzen Anwendungen. Auch interessant die Anwendung unten links.